es ist eigentlich rätselhaft, was ein Bild ist. Die Frage, was ist ein Bild? So einfach diese Frage ist, lässt sich nicht klipp und klar und eindeutig beantworten. Also, Sie werden von dieser Wand hier erstmal nicht als einem Bild reden. Wenn aber jetzt jemand herkäme und würde da so einen Strich drauf machen, dann würden Sie sofort anfangen, diesen Strich in Verhältnis zu setzen mit dem Film. Sich überlegen, war wohl ein Künstler am Werk oder so. Bilder gehen immer mit Schmutz einher. Also Farbe nennt man das oder Graffit oder wie man. Es ist immer Schmutz auf Schmutz. Und dass aus diesem Schmutz auf Schmutz Sinn herausspringt, das ist das unerhörte Phänomen. Die Bildforschung gewinnt immer mehr an Bedeutung in der digitalen Zeit, in der Entwicklungsgeschwindigkeit, in der wir auch heute stecken. Und wir sehen bis zu den Einflüssen in die Politik hinein, in die Wirtschaft hinein, was ein Bild, das Menschen übernehmen und was bei Menschen entsteht, für eine Bedeutung hat. Von daher war es uns doch wichtig, dieses Anliegen mal zu ergründen, wie ist es entstanden, wie müssen wir uns damit wissenschaftlich auseinandersetzen, zum Thema zu machen. Und deshalb sind wir dazu gekommen, Professor Böhm zu bitten, diese Stiftungsprofessur zu übernehmen. Bildwissenschaft ist eine faszinierende neue Disziplin. Damit stand das Thema fest. Und Böhm ist, das haben Sie eben gesehen, in der Pressekonferenz, er ist überragend in der Art und Weise, wie er sein Thema behandelt und erarbeitet. Und damit stand fest, dass wir versuchten, ihn zu bekommen. Und wir haben ihn bekommen und das freut uns natürlich sehr. Die Sprache des Bildes ist ein Bildern eigenes Vermögen, das sich nicht der Prädikation bedient, sondern vor allem des Zeigens, um damit auf eine visuelle Art Sinn zu vermitteln. Es ist eine Sprache mit einer besonderen globalen Chance, weil Bilder haben keine Grammatik, sie haben auch kein Lexikon. Das heißt, ihre Zeichen sind tendenziell global verständlich. Auch nicht ohne weiteres, aber tendenziell haben sie nicht die Sprachbarriere. Also ich bin von meiner, von meinem Studium her Philosoph, ich habe in der Philosophie promoviert bei Gadamer und Kunsthistoriker, habe in Kunstgeschichte mich habilitiert und diese beiden Beine, auf denen ich dann mein Berufsleben über mich bewegt habe, schaffen eine gute Voraussetzung, um diese Probleme zu diskutieren, die ja zum Teil innerhalb der Kunstgeschichte liegen, zum Teil aber auch weit darüber hinausgehen und vor allem auch Methoden einschließen, die man in der Kunstgeschichte vermutlich nicht ohne weiteres parat hat. Die Stiftungsprofessur hat die Chance, von einer renommierten Persönlichkeit in Verbindung mit renommierten Gästen, die meistens nur diese Persönlichkeit auch gewinnen kann, hierher nach Mainz zu kommen, bietet sie einfach die Chance, einen Themenbereich in der ganzen Tiefe und in der ganzen Breite während eines Semesters zu diskutieren, zu entfalten. Der Satz, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, ist ein wahrer Satz. Es ist aber ein Satz, der eine offene Frage hinterlässt, nämlich, wie macht es das, etwas zu sagen, ohne Worte zu gebrauchen?